Was ist stärker, Magbrands Feuerattacken oder dein Donnerblitz? So, und jetzt wird gekämpft. Oh wei. Alter Falter. Bang. Das Ganze jetzt noch knapp dreimal. Na? Noch einmal! Noch einmal! Yes! Magbrand! Wow, so lobe ich mir das. Na gut, dann schicke ich mal diesen Knaben in den Ring. Dein Donnerblitz kann mir gar nichts anhaben. So würde es zumindest Knackrak sagen, in den ich mich gerade verwandelt habe. Aber dein Donnerblitz ist wirklich harmlos für mich. Ich mach das so wie immer. Alter Falter! So. Nein! Oder doch? So. Und jetzt wieder Abstand nehmen. Bam. Perfekt. Das haut mich doch doch glatt um. Nicht einmal Knackrack bin ich dir gewachsen. Aber gut, diese Kämpfernatur habe ich mir extra für den letzten Kampf aufbewahrt. Despotar! Deng, 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 hier kommt Despotar. Ring frei. Alter! Boah, krass. Ich würde auch voll Kopfschmerzen kriegen, Pikachu. Mach dir da keine Sorgen. Das war voll unfair. Boah, ich muss mich da voll drauf konzentrieren. Sonst schmier ich da ab. Du hast mich besiegt. Und das, obwohl ich mir für den Schuss extra ein starkes Pokémon aufbewahrt habe. Na gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Weltstreit. Los, fang mich. Oh, bitte kein Fangen. Das hört sich schon fast so an, als würde ich verlieren, ey. Alter, diese Steuerung, ne? Na? Gleich hab ich. Yes, perfekt. Du hast mich erwischt. Jetzt sind wir Freunde. Mew ist jetzt dein Freund. Sich über eine Niederlage zu freuen ist zwar etwas seltsam, aber ich bin wirklich glücklich, dass wir zwei jetzt Freunde sind. Dank dir hat das Himmelsprisma seine alte Macht zurückerlangt. Ich hatte den richtigen Riecher mit dir.
Ich rief dich in den Poképark, weil ich das Gefühl hatte, du könntest die Pokémon des Poképarks dazu bringen, sich wieder zu versöhnen. Wieso? Na, weil du so vergnügt mit deinen Freunden gespielt hast, als ich dich das erste Mal sah. Vielen Dank, dass du all jene Pokémon, die vom rechten Weg abgekommen waren, wieder zueinander geführt hast. So, und nun versammeln wir uns mit deinen Freunden um das Himmelsprisma. Und nun, Pikachu, lass uns dem Himmelsprisma mit Hilfe der von dir gesammelten Prismensplitter seine ursprüngliche Form zurückgeben. Die Kraft der Freundschaft, die du geschlossen hast, wird dabei helfen, ihn zusammenzuhalten. Wo hat er die wohl alle hingesteckt? Alter Mann, ist das kitschig. Oh Gott, da kriegt sie eine volle Zuckerpackung ab. Da kriegst du echt voll die Zuckerpackung ab. Ist ja der Wahnsinn. Es sind neue Herausforderer für die Spiele eingetroffen. Soll der bisherige Spielverlauf gespeichert werden? Jo. Das Spiel wurde gespeichert. Wisst ihr was? Ich habe vom Plaudergeil gehört, dass ein paar ganz besondere Pokémon hier sind, um an den Spielen teilzunehmen. Ganz besondere Pokémon? Ob die wohl stärker als Logok sind? Kommt, suchen wir uns noch mehr Freunde und gehen dann zu Mew. Je mehr Freunde wir finden, desto hübscher wird der Regenbogen. Ich fühle mich hier im Poképark inzwischen richtig wohl. Ich könnte hier noch eine ganze Weile herumtollen.
Ich auch, wir sind schließlich ganz dicke Freunde mit dem Pokémon hier geworden. Das sollten wir auskosten. Nanu, da vor dem Baumhaus steht irgendeine Art Schild. Was hat das, hat es damit wohl auf sich? Aha. Passwort 996459449. Gib dieses Passwort ein und schau nochmal am Eingang zum Pokéball vorbei. Abfotografieren. Einen Moment. Abfotografieren. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir werden es gleich sehen. Ich werde es gleich mal ausprobieren und eintippen. Alles klar. Das Entwicklerteam von PokéWii. Willst du dir den Namen der Entwickler der Pokémon PokéPark-Wii ansehen? Einfach, um damit dem Spiel jetzt einen finalen Cut zu geben, wie sich das gehört, schauen wir uns mal die ganzen Namen von den Machern an, weil einfach es dazu gehört, finde ich persönlich. Die haben immerhin sehr, sehr lange an so einem Spiel gearbeitet. Deswegen werden wir uns das jetzt antun. Und ich werde dann danach das Projekt auch offiziell beenden, weil die Hauptstory ist rum. Und dieses kleine nebenbei noch Freunde finden, ja, das ist so ein Zusatz, damit man noch ein bisschen was vom Spiel hat. Deswegen ist damit das Projekt jetzt hier vorbei. Und wir... mal schauen. Vielleicht nehme ich den zweiten Teil als nächstes. Vielleicht nehme ich aber auch was komplett anderes. Ich weiß es nur nicht, das muss ich mir noch überlegen. Aber ich danke euch wie immer dafür, dass ihr treu diesem Projekt zugeschaut habt. Es war mal wirklich was komplett anderes, also wirklich so ein richtig krasses Kinderspiel. Das hat man einfach so super gemerkt, wie einfach Freundschaft und alles, wie hoch das gepriesen wurde. Aber es war nett. Ich bin ja immer noch so ein absoluter Pokémon-Fanatiker. Und daher fand ich das Spiel gar nicht so schlecht. Und ich hoffe, es hat euch auch ein wenig gefallen und naja, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Macht's gut. Tschüssi.